Wir sind eigentlich schon, wie lange sind wir denn schon Bäcker? Ja, seit 1890 ungefähr. Und von Vater eigentlich das Geschäft eigentlich gekriegt und haben es halt ausgebaut. Vor 4 Jahren haben wir gesagt, ja, jetzt müssen wir irgendwas machen, weil mit den Großkonzernen, Hofer und was weiß ich, und so Lidl, also überall Aldi, die können wir nicht, mit dem Preis können wir nicht mithalten, also müssen wir irgendwas anderes machen, müssen wir Nischen gehen. Und dann haben wir eigentlich umgestellt auf eine Langzeitführung. Die Langzeitführung muss ich noch vielleicht erklären, das ist ja so, die Tage, also früher hat man gesagt, vor 10 Jahren noch oder was, oder vor 5 Jahren noch, eigentlich relativ alles schnell durchziehen. Eigentlich wird die Industrie halt auch das machen. Die mischen, lassen es ganz einen Gärraum, machen es halt auf, ganz einen Gärraum und dann so einen Ofen. Das ist ein Prozess, was in 2-3 Stunden vorbei ist. Nachher ist das Gebäck da. Jetzt mischen wir eigentlich den Tag. Nachher lassen wir einen Tag 20 bis 24 Stunden eigentlich liegen und nachher und dann wirst du zuerst dann kommt ein Gärraum und dann ein Ofen. Und da baut sich halt der Zucker und die ganzen Enzyme, das kann sich halt da entwickeln in den 20 Stunden, was sie vorher nicht entwickeln könnte. Und das ist eigentlich, Kämmer ist ja nichts Neues, das ist ja keine neue Erfindung, weil es ja eigentlich das, die alten, mein Urgroßvater oder Großvater hat das eigentlich schon vor 100 Jahren auch schon gemacht, weil es früher nicht anders gegangen war, weil sie nichts gehabt haben. Sie haben keine Enzyme, sie haben keine E-Nummern gehabt, sie haben nichts gehabt, als wie ein Salz und ein Malz oder was nicht. Und mit ihnen haben sie arbeiten müssen. Und jetzt sind wir wieder genau dort, wo es eigentlich vor 100 Jahren gewesen ist, wo es ja vielleicht ist, was auch noch moderner heute erzeugt, natürlich nicht.